Warum sind nicht alle Züge rot? Oder anders gefragt, wie funktioniert und finanziert sich eigentlich der deutsche Nahverkehr? Dieser Frage soll in diesem Video nachhaltig auf den Grund gegangen werden, wobei das aktuelle ÖPNV-Finanzierungssystem auch mal kritisch hinterfragt werden soll. Grundsätzlich muss im deutschen Eisenbahnverkehr zwischen dem Fern- und dem Nahverkehr unterschieden werden. Die Grenzen liegen dabei bei einer Reisestrecke von 50 Kilometern und einer Reisedauer von einer Stunde, wobei es auch zahlreiche Ausnahmen gibt. Der Schienenpersonenfernverkehr, kurz SPFV, wird in Deutschland durch öffentliche Gelder nicht bezuschusst, sondern eigenwirtschaftlich betrieben. Das bedeutet, dass die anbietenden Unternehmen hier auch volle Preisfreiheit über ihre Angebote haben, was sich zum Beispiel im teilweise komplizierten Preissystem der Deutschen Bahn niederschlägt. Obwohl offiziell ein freier Wettbewerb im Schienenpersonenfernverkehr gilt, wurden 2016 mehr als 99% der gesamten Personenkilometer durch die DB Fernverkehr AG, ein Tochterunternehmen der DB AG, erbracht. Hier zeigt sich bereits, dass sich aufgrund der kapitalintensiven Branche der Einstieg in das Fernverkehrsgeschäft für private Unternehmen noch sehr schwierig gestaltet. Neben DB Fernverkehr erbringt zum Beispiel Flix Mobility Zugleistungen in Deutschland unter dem Namen FlixTrain. Hallo, ich bin. Vor der Bahnreform 1994 sah die Situation in Deutschland dagegen noch ganz anders aus. In den alten Bundesländern oblagen Unterhalt und Betrieb des Eisenbahnnetzes der Deutschen Bundesbahn. In den neuen Bundesländern der Deutschen Reichsbahn, welche noch aus DDR-Zeiten stammte. Da es sich bei beiden Bahnen um Staatsbahnen handelte, war der Staat bis dato direkt für das Erbringen von Personenverkehrsleistungen sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr verantwortlich. Er übte dabei auf der Schiene das Staatsmonopol aus, so dass keine privaten Unternehmen Zugang zum Personenverkehrsmarkt hatten. Nach der deutschen Wiedervereinigung suchte man nach einer adäquaten Lösung, um Bundes- und Reichsbahn miteinander zu vereinen, sah sich gleichzeitig aber auch mit anderen Problemen konfrontiert. Zum einen waren beide Staatsunternehmen in einem finanziell äußerst kritischen Zustand. Die Schulden beliefen sich in Summe auf etwa 66 Milliarden D-Mark. Weiterhin waren auch die Verwaltungen bei der Staatsbahnen zu umfangreich, um ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. Dazu kam noch der teils miserable Zustand der Infrastruktur, gerade im Netz der Deutschen Reichsbahn. Nicht zuletzt war das Unternehmen Bahn für den Staat also ein massives Verlustgeschäft, welches in Zeiten der immer stärkeren Individualmotorisierung zukunftsfähig gemacht werden sollte. Daher fiel 1993 die Entscheidung, beide Unternehmen in ein privatrechtliches Unternehmen, die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, kurz DB AG, zu überführen. Alleiniger Eigentümer dieses Konzerns blieb jedoch der Bund. Die
Die DB AG selbst wurde in verschiedene Sektoren aufgesplittet, um Infrastruktur und Verkehrsleistungen getrennt steuern zu können. So umfasst der DB-Konzern heute 19 direkte Tochterunternehmen, wie zum Beispiel die DB Netz AG oder die DB Regio AG. Mit der Bahnreform wurde zudem auch die EU-Forderung nach einem diskriminierungsfreien Marktzugang, welcher in Artikel 1 der EG-Richtlinie 91/440 verankert ist, erfüllt. Für einen diskriminierungsfreien Zugang zum deutschen Eisenbahnnetz war es also nötig, das Monopol der Deutschen Bahn zu brechen. In puncto Nahverkehr bedeutete das Folgendes: Die Zuständigkeit für den SPNV wechselte 1996 durch das Regionalisierungsgesetz vom Bund auf die Länder. Dieses Gesetz formuliert das Ziel, die Bevölkerung mit einem ausreichenden Anschluss an den SPNV und einer ausreichenden Qualität dessen zu versorgen. Da der Betrieb vieler Nahverkehrslinien, egal ob Straße oder Schiene, eigenwirtschaftlich kaum bzw. nur zu horrenden Ticketpreisen möglich wäre, wird dieser mit sogenannten Regionalisierungsmitteln jährlich stark bezuschusst. Im Jahr 2014 lag der Wert bei 7,3 Milliarden Euro. Interessant dabei ist, die Regionalisierungsmittel stammen aus den Mineralölsteuereinnahmen des Bundes. Jeder Autofahrer finanziert also an der Tankstelle direkt den deutschen Nahverkehr. Um jedoch die bereitgestellten Gelder auch möglichst effizient zu nutzen und nur dem Unternehmen zukommen zu lassen, welches für eine Strecke oder ein Netz das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat, wurde das sogenannte Bestellerprinzip mit Ausschreibungen eingeführt. Die Ausschreibungen werden dabei von den Aufgabenträgern der jeweiligen Bundesländer veröffentlicht. Die einzelnen Länder haben hierfür unterschiedliche Konzepte entwickelt. Während die Bayerische Eisenbahngesellschaft, eine hundertprozentige Tochter des Freistaats Bayern, die Ausschreibungen für ganz Bayern übernimmt, wurden im viermal kleineren Sachsen fünfmal mehr Zweck- bzw. Verkehrsverbünde mit diesen Aufgaben betraut. Wie solch eine Ausschreibung abläuft, soll nun anhand eines Beispiels erläutert werden. 2012 schrieb die Bayerische Eisenbahngesellschaft, kurz BEG, die Zugleistungen auf den Bahnstrecken Nürnberg-Augsburg, Nürnberg-Treuchtlingen-München und Nürnberg-Ingolstadt-München neu aus. Dabei gab sie an, dass der neu zu schließende Verkehrsvertrag von Ende 2016 bis Ende 2028 laufe. Weiterhin wurden genaue Angaben zum geforderten Grundangebot sowie zu Eventualpositionen gemacht. So wurde für die RE-Züge über Ingolstadt ein 2-Stunden-Takt plus Verstärkerzüge zu Spitzenzeiten gefordert, was das bisherige Angebot übertraf. Gleichzeitig wurde es den Bewerbern freigestellt, diese Züge bereits in Ingolstadt enden zu lassen und damit eine Umsteigemöglichkeit zu schaffen. Für die anderen beiden Strecken wurde ebenfalls ein 2-Stunden-Takt mit Überlagerung zum Stundentakt ab Teuchtlingen gefordert. Auch hier wurden zusätzliche Verstärkerleistungen, zum Beispiel zwischen Nürnberg und Treuchtlingen, verlangt. In puncto Fahrzeugeinsatz wurde Folgendes gefordert: Auf beiden Strecken sollen Neufahrzeuge mit einer Mindestanzahl an Sitzplätzen eingesetzt werden. Für die Befahrung der Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt dürfen bei Entscheidung für lokbespannte Züge keine älteren Loks als solche mit Baujahr 2000 eingesetzt werden. Weiterhin müssen diese Züge druckertüchtigt sein und eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit aufweisen.
zu den anerkennenden Tarifen, zum Personaleinsatz und zur Fahrgastinformation wurden weitere Vorgaben gemacht. Soweit zum Grundangebot. Die Eventualposition sah folgendes vor: Durchgehender Stundentakt über Ingolstadt und durchgehender Halbstundentakt zwischen Nürnberg und Treuchtlingen. Gleichzeitig führt die BEG an, die Trassengebühren, die der künftige Betreiber an den Infrastruktureigentümer, in diesem Falle die DB Netz AG, für die Benutzung der Strecke zu zahlen habe, zu übernehmen. Insgesamt hatte die Ausschreibung ein Gesamtvolumen von rund 5,6 Millionen Zugkilometern im Jahr. Diese wurde europaweit öffentlich ausgeschrieben mit einer Bewerbungsfrist bis Februar 2013. Daraufhin konnten sich nun interessierte Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der BEG bewerben und ihre Unterlagen einreichen. Im Juli 2012 bewarb sich zum Beispiel die DB Regio AG, welche auch bisher den SPNV auf diesen Strecken erbracht hat. Die BEG wählte unter allen abgegebenen Angeboten schließlich das wirtschaftlichste, nicht zwangsläufig das günstigste aus. Die Erfüllung von Eventualpositionen floss dabei positiv in die Bewertung ein. Im April 2013 erhielt DB Regio den Zuschlag und erbringt somit auch bis 2028 die Zugleistungen auf den genannten Strecken. DB Regio entschied sich dabei für Neubaufahrzeuge des Typs Twindecks und für lokbespannte Skoda Doppelstockzüge auf der RE-Linie über Ingolstadt. Während erstere Züge bereits im Einsatz sind, werden letztere erst Ende des Jahres in den Plandienst eintreten. Sämtliche Einnahmen, die sich aus dem Betrieb der Strecken ergeben, behält die DB Regio. Zusätzlich erhält sie zur Durchführung des Betriebs einen Anteil der für Bayern bestimmten Regionalisierungsmittel. Damit wäre das Beispiel beendet. Über diesen Mechanismus regeln die Bundesländer also die Verwendung der Regionalisierungsmittel und können selbst steuern, wo sie einen wie umfassenden Nahverkehr bestellen möchten. Im Vergleich zu 1994 ergeben sich dadurch folgende Vorteile. Zwischen 1994 und 2012 stiegen die erbrachten Personenkilometer in Deutschland um 69%. Der Marktanteil der Eisenbahn wuchs erstmals wieder und liegt nun bei 8,2%. Zeitgleich sanken die öffentlichen Aufwendungen für den SPNV um knapp 4 Milliarden Euro pro Jahr. Während die Bundesbahn ihrerzeit für den Staat stets ein Verlustgeschäft war, erzielte der DB-Konzern zuletzt etwa 2 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr. Abseits der Zahlen lässt sich festhalten, es herrscht heute deutlich mehr Wettbewerb im Schienenpersonennahverkehr als noch zur Jahrtausendwende. Allein am Dresdner Hauptbahnhof halten täglich Züge 5 verschiedener Unternehmen. Das zeigt, dass das Ziel des Wettbewerbs auf der Schiene realisiert werden konnte. Gerade in den vergangenen Jahren zeigt die Entwicklung sogar, dass private Anbieter der DB Regio in einigen Teilen Deutschlands, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg oder NRW, den Rang ablaufen. Angesichts der ebenso stark ansteigenden Fahrgastzahlen im gesamten Bundesgebiet
muss doch fast zwangsläufig von einer Erfolgsgeschichte gesprochen werden, oder? Immer wieder taucht jedoch auch Kritik am bestehenden System der Nahverkehrsfinanzierung auf, teils von Seiten der Betreiber, teils von Seiten der Kunden und Kommunen. Die drei Hauptkritikpunkte sind dabei die folgenden. Immer wieder klagen private Anbieter über gemäß EU-Richtlinie verbotene Diskriminierung am Verkehrsmarkt. So beschwerte sich die Bayerische Oberlandbahn zum Beispiel 2016 darüber, dass die DB Netz AG, welche für die Erstellung von Baustellenfahrplänen zuständig ist, die Züge der BOB bewusst gegenüber denen der DB-Konzernschwester benachteiligt habe. Solche Vorfälle weisen auf eine mögliche Problematik hin, die sich ergibt, wenn ein Eisenbahnverkehrsunternehmen im selben Konzern angesiedelt ist wie der Eigentümer der Infrastruktur, welche alle Züge benutzen müssen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass vor einem Betreiberwechsel oftmals Unsicherheit über eine eventuelle Übernahme der beim bisherigen Unternehmen Beschäftigten besteht. Wer also zum Beispiel bei der Agilis in Oberfranken arbeitet, hat zunächst nur eine Jobgarantie bis zum Ende des bisherigen Verkehrsvertrages Ende 2023. Sollte dann zum Beispiel die DB Regio die Ausschreibung gewinnen, stellt sich die Frage, ob diese auch die bisher Beschäftigten übernehmen muss. Manche Aufgabenträger haben derartige Forderungen mittlerweile in ihre Ausschreibungen integriert. Zuletzt sei noch ein Kritikpunkt erwähnt, der weniger das System der Ausschreibungen als die Bahnreform an sich betrifft. Er besagt, dass die Leistungsfähigkeit des deutschen Schienennetzes infolge zahlreicher Gleisabbauten und sonstigen Rückbauten im Vergleich zu 1994 stark abgenommen habe, was das gesamte System anfälliger für Störungen und Fahrplanabweichungen mache. Als Lösungsmöglichkeit wird beispielsweise angeführt, dass die Betreiber künftig auch die von ihnen genutzte Infrastruktur zu unterhalten haben. Unternehmen wie die Südostbayernbahn werden hier als Musterbeispiel für dieses Modell angeführt. Eine erhöhte Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn im Vergleich zur Zeit vor 1994 lässt sich übrigens statistisch nicht belegen. Dieses System der Nahverkehrsfinanzierung in Deutschland ist also der Grund dafür, warum heute nicht mehr alle Züge das Rot der Deutschen Bahn tragen. Zum Abschluss würde mich nun aber noch eure Meinung zu diesem System interessieren. Haltet ihr die Umsetzung des gewünschten Wettbewerbs auf der Schiene für gelungen oder wünscht ihr euch lieber eine Monopolstellung der Staatsbahn zurück? Ich freue mich auf eure Kommentare und werde bei Interesse gerne noch ein weiteres Video zu diesem Thema erstellen. Doch für heute wäre ich mit diesen Worten am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.